Wir waren inzwischen einkaufen und sind jetzt wieder an dem Campspace von gestern, weil es hier eigentlich relativ schön war, bis auf den Wind. Laut Wetter-App, sofern man der vertrauen kann, wird es heute auf jeden Fall nicht so doll winden. Und jetzt sind wir hier gemütlich am Strand. Der Kleine baut hier Sandbogen und ganze Weltkarten in den Sand und das ist auch schon mal cool. Jedenfalls schauen wir mal, was der Tag noch so bringt und ob es heute Nacht wieder so doll stürmt. Aber im Moment verhält sich es relativ windstill. Warten wir mal ab, ob die Wetter-App recht hat oder vielleicht auch doch nicht. Wir haben uns dann auch nochmal für den Campspace entschieden, weil hier auf den Lofoten freistehen sieht eher schlecht aus. Es ist so extrem überfüllt alles. Und die coolen Spots sind meistens schon belegt. Man müsste also quasi warten, bis derjenige wegfährt. Und darauf hat natürlich keiner Lust. Vielleicht fährt der ja gar nicht weg. Und dementsprechend gestaltet sich Freistehen tatsächlich relativ schwierig. Aber die Annehmlichkeiten jetzt, eine Toilette zu haben, die man nicht aufbauen muss, und die Option, eine Dusche zu haben, ist auch relativ cool. Und es gibt direkt einen Strand, das ist auch ziemlich geil. Naja, und dann sehen wir ja definitiv auch morgen, was wir da nochmal machen. Ich denke mal, da werden wir dann bei dem Campspace in Moskenes stehen bleiben, weil die Fähre ist eigentlich nur ein paar Meter davon entfernt und wir müssen relativ früh bei der Fähre sein und setzen dann mit dem Boot über oder mit dem Schiff. Dann schauen wir mal, wo uns Norwegen noch hintreibt. Diese Nacht hat es nicht so doll gestürmt. Die beiden frühstücken hier gerade und ich schaue mir gerade mal den Drone-Shot von gestern an. Hier ist so eine 360-Aufnahme. Die packe ich jetzt gleich auf Instagram, die Stories. Dann könnt ihr euch mal den Tiny Planet angucken. Und dann fahren wir weiter Richtung Moskenes, weil morgen geht ja unsere Fähre. Und dann fahren wir quasi auf das Festland und fahren mal so Richtung Trondheim runter und gucken mal, was da so los ist. Wir sind noch mal ein bisschen weiter gefahren und zwar ein kleines Stück zurück und sind jetzt am Nordfjord. Und hier ist so das meist fotografierte Motiv. Und jetzt schauen wir uns den Ort mal an. Es war ein bisschen schwierig, da überhaupt einen Parkplatz zu kriegen. Es ist nämlich extrem überlaufen, so wie alles hier. Und dementsprechend haben wir außerhalb geparkt. Und ja, es ist ein bisschen abenteuerlich, die Parksituation. Aber immerhin, wir haben einen Parkplatz und jetzt schauen wir mal durch. Wie hast du eigentlich heute geschlafen? Ich habe heute wie ein Baby geschlafen, nachdem ja die letzte Nacht, so die vorletzte Nacht nicht so gut war. Ja. Ich glaube, was sagte meine Ohr irgendwie? Über 8 Stunden, das ist so Rekord. 8 Stunden schlafen können wir ja nicht. Weil man ja immer in der Regel viel zu spät ins Bett geht. Ja. Und dann wieder viel zu spät aufstehen muss. Aber Milli schläft im Dachzelt halt auch einfach immer ein bisschen länger. Ja, na, für euch so die Info, Janine hat so eine Uhr, die die Schlafphasen aufzeichnet und dann kann die natürlich nachgucken. Also entweder lügt die oder es war eine sehr gute Nacht. Ja, ist, wenn ihr nach Nussig vor Ort geht, man muss Eintritt bezahlen, man muss ernsthaft Eintritt bezahlen. Ich weiß gar nicht, was das kostet, aber da ist eine Kasse und da steht, bitte bezahlen Sie Eintritt. Und
Ich meine, ich verstehe das schon, wenn so viele Leute hier hergehen und dann durchfluten die, also es sind ja wirklich Massen gerade, die gehören ja auch mit dazu, durchfluten dann dieses Örtchen, dann verstehe ich das schon, dass man dann quasi um den Erhalt vielleicht nochmal Eintritt haben möchte oder so. Und was fragen, was wollen Sie Eintritt haben? Das ist ein Schnapper. 10 Euro. Kostet nur 100 Kronen, ja. Pro Person. Fast kostenlos. Finde ich, weiß ich nicht. Ich habe gerade erzählt, wegen dem Erhalt, ne? Ja. Wenn Massen durch das Dorf fluten, ja. Ja. Aber 10 Euro finde ich schon krass. Vielleicht ist es aber auch günstig für norwegische Verhältnisse, das weiß ich jetzt nicht. Ja, schwer zu sagen, aber ganz ehrlich, der Asphalt würde wahrscheinlich länger halten, egal wie schnell sie überlaufen. Nicht sein. Ist ein bisschen schade, ich habe mich schon gefreut auf dieses Örtchen. Irgendwie so ein bisschen, ich finde es ein kleines bisschen rüber. Macht es irgendwie die Stimmung ein bisschen mies? Ja, vielleicht muss man irgendwie weiter vorne in einer Bucht halten, mit Herbert einmal durchfliegen. Dann brauchen wir auch keinen Eintritt. Und dann kaufe ich nicht unnötig wieder überteuerte Zimtschnecken. Ja, ist doch richtig. Willi, man muss Eintritt bezahlen hier, um in eine Stadt zu kommen. Das ist ja komisch, ne? Dabei hätten wir das Geld ja auch gut anlegen können und Zimtschnecken, ne? Ja. Was machen wir denn jetzt? Das ist ja doof, ne? Und woanders hinfahren. Woanders hinfahren? Leider gibt es noch nicht so viele Orte hier unten mehr. Also das war dann das Einzige noch, was es gibt an Ort. So, wir haben jetzt gerade entschlossen, 10 Euro um einen Ort anzugucken. Ist uns zu fett, machen wir nicht. Jetzt gehen wir wieder. Macht ja nichts. Auf die paar Tropfen Diesel kommt es nicht an, aber eigentlich schon ziemlich schade. Ne? Also mal ganz ehrlich, 10er für mal kurz einen Ort angucken. Ich meine, die Straßen brauchen sie ja sowieso und die Häuser sind ja sowieso da. Selbst wenn ich jetzt beim Bäcker was kaufen möchte, um 10 Euro Eintritt zu bezahlen, um dann für 5 Euro eine Zimtschnecke zu kaufen, das ist ein teurer Spaß eigentlich. Ne? Naja. Versuch war es wert. Und so ein paar Häuser können wir euch ja mal zeigen. Sieht bestimmt voll gut aus. Aber in dem Ort selbst waren die übrigens nicht mehr rot, sondern weiß. Was jetzt auch nicht, ist ja auch keine Schande. Aber naja. Gerade in Rheine und haben festgestellt, hier ist quasi der erste Parkplatz in Skandinavien, den wir jemals gesehen haben, an dem man bezahlen muss. Außer in, wo waren wir denn da? Letztes Jahr in Schweden hat man nochmal einen Parkplatz, da musste ich gucken, wie der Ticketautomat überhaupt funktioniert. Aber hier ist tatsächlich jetzt in dem Fall der zweite Parkplatz, den ich jemals gesehen habe, in Skandinavien mit Parkgebühren. Wahnsinn. Jetzt gucken wir uns mal den Ort an. So, hier hinter mir hängt Stockfisch und der wird gerade abgeholt. Der ist wahrscheinlich schon trocken genug oder so. Ich mag ja keinen Fisch. Ich finde, es riecht einfach anstrengend. Aber ich glaube, alle, die Fisch mögen, die finden das bestimmt voll lecker. Ich zeige euch das mal. Naja, der Geruch ist gewöhnungsbedürftig. Also wenn man keinen Fisch mag, ist das nicht so geil. Irgendwie. Aber mal interessant zu sehen, definitiv. So, also ich für meinen Teil habe jetzt auch herausgefunden, warum der Ort Rheine heißt, weil ich, der keinen Fisch mag, empfinde es als reine Geruchsbelästigung. Das zum Thema, aber wenn ihr Fisch mögt, ich will es euch nicht nehmen. Hier hängen übrigens nur Fischköpfe, warum auch immer.
Vielleicht erklärt mir das noch irgendwann jemand. Oder ihr wisst es zufällig und schreibt es einfach mal unten in die Kommentarbox. So ihr Lieben, jetzt sind wir in Moskenes und warten auf die Fähre, die morgen früh ablegt. Und dann kam gerade eine E-Mail, die Fähre für morgen ist gecancelt. Jetzt haben wir also 2 Tage gewartet, um endlich auf diese Fähre zu kommen, weil alles komplett ausgebucht ist. Und jetzt kann die Reederei nicht fahren, weil es kein Personal gibt, weil wahrscheinlich alle Corona haben. So, jetzt müssen wir also überlegen, wahrscheinlich nehmen wir jetzt den Landweg wieder zurück. Und bis wir dann ankommen da oben, sind wir auch schön im Regen angekommen. Das bedeutet, wir können dann ganz zügig ganz weit runterfahren, um irgendwie ein paar trockene Tage abzukriegen. Das ist gerade ein bisschen kacke. Jetzt müssen wir erstmal pokern.